Hey Leute, es ist wieder Dienstag mit Aaron und Thema dieser Woche ist Penis Night. Ja, in meinen Augen ein verdammt schwieriges Thema, weil ich für mich selber noch keine wirklich kompetente Lösung gefunden habe zum Thema Penis Night. Es war schon immer in meinem Leben ein sehr großer Bestandteil und normalerweise versuchen wir oder ich, euch in den Videos ja irgendwelche Ratschläge zu geben, um mit den Problemen besser umgehen zu können. Für mich selber, ich habe zwei Sachen, die mir helfen, damit umzugehen. Die erste ist Einsicht. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung oder also der erste Schritt zur Besserung. Und die Einsicht oder das Klarwerden darüber, dass mir bestimmte Dinge mein Leben lang fehlen werden, dass ich diese bestimmten Dinge niemals haben werde, haben mir dann doch geholfen. Das klingt im ersten Moment, ich glaube, schon sehr hart und sehr, ja, sehr krass. Aber wenn man sich erstmal darüber klar wird, was man nie haben wird, und dann lernt damit umzugehen, ist es, glaube ich, besser und einfacher, als die ganze Zeit es aufzuschieben und nicht drüber nachzudenken, zu wissen, okay, der Penis ist nicht da, aber das immer nur aufzuschieben und vor dem Problem zu flüchten. Ich glaube, man sollte sich damit auseinandersetzen und auch wirklich darüber nachdenken, was nicht da sein wird. Dann das andere, was mir hilft, sind Packer und STPs. Ich denke, ja, die meisten davon haben schon mal davon gehört und sonst schreibt einfach mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Das sind Sachen, die mir, wenn ich ganz schlimm, sage ich mal, das Gefühl vom Fehlen da habe, helfen mir diese Sachen dann doch schon. Natürlich können sie nicht 100% das ersetzen, was fehlt, aber für mich sind sie ein großer Bestandteil. Ich habe auch noch nicht wirklich viele Videos von meinen Vorgängern angeguckt, shame on me, aber ich habe mir, glaube ich, vom Ole ein Video angeguckt und von noch irgendwem. Und wie Ole schon gesagt hat, einfach mal drüber nachdenken, was man hat und das dann abwägen zu den Sachen, die man nicht hat. Zum Beispiel, wir haben tolle Charakterzüge, vielleicht haben wir ein besseres Aussehen als der ein oder andere Biomann und können trotzdem eine Frau besser befriedigen als jemand mit einem biologischen Penis. Und dann einfach mal abwägen, was für euch mehr wert ist. Natürlich, wenn es euch vielleicht mal ganz schlecht geht und depressive Phasen kommen oder so, erscheinen euch all die positiven Dinge in eurem Leben als nahezu nicht existent und ihr fixiert euch nur auf die negativen. Das kenne ich, das weiß ich. Aber wenn ihr aus solchen Phasen wieder raus seid, wägt wirklich mal ab, was eigentlich wichtiger ist und was euch mehr bedeutet. Ein gutes Elternhaus, also wo ihr herkommt und was ihr durch die Transition alles gelernt habt und eure Toleranz, eure Akzeptanz und all sowas. Und ich glaube, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, dann ist der Penis oder der nicht vorhandene Penis vielleicht so ein Teil in eurem Leben oder in eurer Gefühlswelt und alles andere ist riesig. Das passt gar nicht hier auf meinen Bildschirm. Und ja, ich finde, da muss man einfach drüber nachdenken. Und es tut mir wirklich leid, dass ich da jetzt nicht wirklich die riesen Ratschläge zu habe und dass das ein relativ kurzes Video von mir geworden ist. Aber zum Thema Penisnein gibt es in meinen Augen noch keine wirkliche Lösung. Es gibt Leute, die verspüren ihn nicht und die haben es gut. Dann gibt es Leute, die wollen den Aufbau, die haben den Aufbau machen lassen und sind mit dem Aufbau wirklich zufrieden. Die haben es auch gut. Einerseits der Wunsch nach einem Aufbau ist von meiner Seite 50-50. Er ist auch da. Aber andererseits sind die Komplikationen und die Ästhetik etc. alles da noch nicht wirklich in den. Es ist noch nicht so weit, wie ich es mir wünsche. Natürlich, es gibt dann immer wieder OP-Ergebnisse, wo ich denke, wow, der sieht klasse aus, aber dann gibt es auch genug OP-Ergebnisse, wo ich denke, heilige Scheiße, was hat der Operateur sich dabei gedacht? Ganz ehrlich, was soll das? Und dann die ganzen Komplikationen, mal abgesehen davon. Das ist alles ganz schön hart. Und dann, selbst wenn das alles funktioniert und wenn es mit einem verwächst und wenn das Gefühl da ist und es alles super funktioniert, wird nie wirklich Sperma rauskommen können. Und du wirst nie selbst eine Erektion haben können. Und da weiß ich nicht, weil das sind Sachen, die ich für mich als wichtig empfinde. Und da weiß ich nicht, ob es mir wert ist, die ganzen Komplikationen auf mich zu nehmen. Und deshalb warte ich persönlich lieber noch ein bisschen ab und hoffe, dass die Wissenschaft irgendwann irgendwas richtig Geiles rausbringt, was auch das letzte Fitzelchen an meinem Körper 100% zu mir macht. Und 100% so macht, wie ich es möchte. Weil an den anderen Sachen kann ich arbeiten. Nur an der Sache mit dem Penis. Das ist schwierig. Und ja, das war's dann auch schon von mir.